Borderlands 3, Folge 4. Wir sind zurück beim zweiten Versuch nach meinem Konsolenversuch. Versuch diesmal auf dem PC. Wir gucken mal, was wir für Missionen haben. Undertaker ist Level 7, wir sind Level 5, 6 knapp. Machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Wir sind Level 6, Entschuldigung. Da muss ich vielleicht auch die Hauptmission richtig machen. Ich gucke mal auf der Karte. Ah, wir können noch eine Nebenmission annehmen. Ich liebe diese Ausrufezeichen. Und Leute, jetzt mal kurz Real Talk. Muss man ja wirklich sagen, meine Borderlands 3 Videos haben die meisten Aufrufe auf meinem Kanal. Ich mach mal kurz aus. Ich rede hier gerade, Junge, Mann. Und ich wurde dazu ermutigt, das weiterzumachen. Ich hatte eigentlich, bevor ich mein Comeback in Anführungsstriche gestartet habe, habe ich überlegt, ob ich überhaupt noch Videos mache. Weil die Motivation war weg und so. Aber ich habe die Motivation jetzt alleine da und schon gefunden, dass halt wirklich nicht nur Bots kommentieren. Es macht dann doch viel aus. Und wenn es 2-3 Leute gucken, bin ich eigentlich schon zufrieden. Da wäre es schön, wenn es mehr wären. Aber... Denkt sonst noch jemand, dass es heute echt heiß ist? Oh, ja, zieh deine Stiefel aus, du Kasper. Ich an den seltsamsten Körperteilen. Weil ich damit ja kein Geld verdiene, ist mir das egal, wie viele Leute das gucken. Ganz ehrlich. Wenn es 3-4 Leute gucken, bin ich schon echt zufrieden. Was ist das? Eine kleine KDK-Statue. Hilft Vaughn, die KDK als einzuwirken und ersetzt diese hässlichen Dinge durch etwas Prunkvolles. Vaughn, weißt du irgendwas über diese KDK-Statuen? Die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Ob das jemand will, frage ich. Ich habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Kalypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt. Und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Kurz gucken, wo wir hin müssen. Okay. Ist das ein Schnellreisepunkt? Wir gucken erstmal. Ach, das ist doof. Das muss ich auch da hinlegen. Moment. Steuerung. Tastatur. Beim Fahren. War ganz oben, oder? Moment, wir haben es gleich. So. Das zeigt einfach was anderes an. Goldene Schenkel. Undertaker. Ist ja wahrscheinlich näher dran. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach Leute, oben habe ich eine neue Grafikkarte und dann kann ich das auch schön spielen. Und da das Spiel ja ein bisschen länger geht, wird es ja wahrscheinlich sogar in dem Ich hasse diese Kalypso-Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Deathcores, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also, ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich... Da könnt ihr weiterreden, wenn ich die Karte aufhab. So, das da hinten ist mich kürzer. Als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Na, dafür bräuchte man einen... 20-Pack. 18 mindestens. Mein Clan hat mich verraten.
So, ho, einfach geradeaus. Ich war lange nicht mehr in einer guten. Ach, du, wir kommen noch nicht hin. Das wird toll. Oh ja, kommen wir. Ich kann mich sogar in diese Position noch erinnern. An diesen Ort. Nichts wird. Der nächste, bitte. So. Und das denke ich mal, ich gehe jetzt mal da hoch. Das war. Man konnte von da oben nach rüber springen. What? Da kommen sie! Ja, stirbt einfach. Ich hasse diese fliegenden Viecher. Die gehen aber. Gehen natürlich auf dem PC halt viel einfacher abzuschießen. Ja. Stirb doch einfach, Junge. Steht der in unserem Auto draußen? Okay. Ich gehe dann mal. So. War das hier? Oder war das schon wieder eine andere... andere Welt? Es war hier. So. Muss ich mal gucken, kann ich doch. Wo ist das denn? Hier ist das. Nee, hier ist es. Hier ist das. Ach, gesperrt bis zum Ende der Story. Das war so. Das war in dem Game ein bisschen anders als in den Vorgängern. Boss. Wir haben natürlich jetzt kein Dings. Das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Alter. Was ist klar? Nochmal. Muss mal kurz warten, bis das Ganze hier weg ist. Yay, endlich. Zwar kein starkes, aber auch egal. So. Ein bisschen. Ja. Warte, Moment. Ernte ein paar saftige Kaktusfrüchte. Die Dinger schmecken so verdammt köstlich, dass es meinen Kunden egal ist, was sie essen. Genauso mag ich das. Und mag es ja nicht, mich zu verurteilen. Es ist mir egal, ob es falsch ist, den Leuten abgeschnittene Fußnägel und Smegma zu servieren. Das war doch hier. Hieß der Buka? Finde die Kakteen. Ach, da fällt mir ein Bild ein. So, wir gucken jetzt trotzdem, ob wir da hochkommen. Feuerstoß. Halbautomatik. Feuerstoß ist dann. Ja, das ist. Feuerstoß will keiner bei einem Sniper. Also, ich mag das nicht. Und wer das will, der ist halt nicht ganz normal im Kopf. So. Geht mir nicht auf den Sack.
Hier war die Leiter. Da kann man dann hochhüpfen und sind dann enttäuscht, weil es da drüben nur Crap gibt. Upsi. Und hoch geht's. Hui. 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 Alter. Und hopp. Also auf der PlayStation habe ich es nicht direkt beim ersten Mal geschafft. Ich war weit weg vom ersten. Ist halt schlechter, ne? Aber hat nicht viel gebracht. Finde die Kakteen. Sind die irgendwo hier in der Nähe? Nein. Wir fahren trotzdem hin. Man könnte so schön die Schnellreise benutzen. Ich mache das halt irgendwie nie. Also wenn ich den Punkt sehe, wo ich hinreise, also außerhalb der Korte, sondern direkt vor mir, dann nutze ich das ganz selten. Nerv mich nicht. Bin ich auch richtig unterwegs? Yes. Ein Speicherbogen. Finde in Kakteen. Ein Wort noch zum Big Cack. Seine Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche indirekten Schaden. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Damit kannst du die Kakteen direkt abschlagen. Versuch's mal. Ja! Nur beim Boden? Ach so. Oh. Ich sag, Feuerstoß braucht niemand bei dem Sniper und trotzdem hab ich's. Schlupf da einfach, Jung. Moment, Moment, hier bist du. Jakobs Level, ach, quasi eine Waffe wahrscheinlich. Alter, wie ging das? Genau so. 1 von 5. Das. Sind es hier? Ach. Ach, ich höre schon wieder. Oh, ich drücke immer C zum Ducken. Heißt bei Call of Duty, glaube ich, C war. So. Wahrscheinlich würde auch eine Granate gehen. Ach, nerv mich nicht. So, steht ja ordentlich. Da hochklettern. So. Bleib hier, bleib hier. Mann, 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 Mann. Irgendwas kam noch hier noch.
Moment. Das regeln wir mal anders. So. Alter! Ah. Gewicht! Und schon brennt er! Wo kommen denn die alle her? Der ist gleich tot. Töte Pandora-Kreaturen. Wir haben mal ein bisschen aufgeräumt. Eine Handgranate jetzt oder wie? Wie ich an das letzte Fleisch komme. Also an das letzte Kakteen. Kaktusfrucht. Achso, man muss gar nicht so hoch springen. Ich bin ja ein unglaublich intelligenter Mensch. Töte den saftigen Alpha-Skeg, ist er in der Nähe? Yep. Was kann da schon schief gehen? Die werde ich mal austauschen, wir haben da nicht mehr so viel Schuss. Gegen, was ist geil? 16, 12. Sogar genauer, Feuerrad ist höher. So. Stirbst du einfach mal? Das hat noch nie jemand gesagt. Nun, Koch zu sein ist nicht jedermanns Sache. Und jetzt hol mir das Skagfleisch. Sieht aus, als würde irgendwer meine Kakteen wildern. Das bedeutet in Küchensprache, er kommt in die Suppe. Das ist sicher dieser Banditenkoch Hackepeter. Töte ihn! Oh, aus Hackepeter, ihr kennt den Spruch. Bald wird mein Pfannenwender wählen, der Rivale für seine Taten zahlen. Aber zuerst muss mein neuer Rivale Hackepeter zahlen. Glaub mir, der Alltag eines Kochs besteht zur Hälfte aus Rachemorden. Das gehört dazu. Okay. Sind die irgendwo in der Nähe? Not really. So, schauen wir erstmal weiter. Kultstatus. Goldene Schenkel. War das in der Nähe? War hier überhaupt was in der Nähe? Das ist in der Nähe. Mehr oder weniger. Bin ich hier richtig? Ja. Und jetzt kann ich mal die Sniper benutzen. Was? War ja nicht vor was. So, werde ich die Sniper benutzen. Vielleicht haben wir ein bisschen Ei gesammelt dafür. Äußerst eckig. Das ist
Eine schwere Entscheidung. Ah, die hat nur 5 Magazingröße, das. So, das ist nämlich super. Weil da kann ich schön Headshots verteilen. Oh yeah! Aber ohne Feuerstoß. Das Problem bei Feuerstoß ist halt, wenn man trifft, sind alle 3 Treffer drin. Macht man es aber nicht, sind 3 Schuss für die Tonne. Au! Aber wir gehen erstmal hoch. Obwohl, wenn, dann ziehen wir durch, oder? Und zwar... auch keine Granaten mehr. Da ist der Diebe schon, du Kobold! Schnapp ihn dir! Welcher von denen? Das bügellose Fleischhorn! Ich brauch Helf. Oder ich sterbe einfach mal. So, Eimer. Ein willkommener Anblick. Wisst ihr was? Fick dich. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen aussortieren. So. Schrott. 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 Sicherer Kammerjäger. Das war's, deine Belohnung. Ja, Sturmgewehr. Freunde der Sonne. Nächster. Oh, Granatwerfer. Uiuiuiuiuiui. So, Skillpunkt. Das gefällt mir ganz gut. Machen wir weiter. Bringt ja vor allem, weil wir jetzt ziemlich viel humanoide Gegner haben, also oder Fleischgegner allgemein, bringt das ja doch eine Menge. Als weggelevelt, gelootet. Nicht gelevelt, gelootet. Ein bisschen Geld. Hauptsache außer Atem. Ah, es ruckelt ein bisschen. Ah, ich weiß, wo die Reise hingeht. Und das machen wir nicht. Töte Hackepeter. Dann muss das so. Peter ist da hinten. Wie komme ich da hin? Okay. Hallo. Das kann es. Funktioniert ja manchmal richtig gut. Wo ist das Radio Englisch? Ich habe gerade keine Ahnung, ob das auf der PlayStation auch so war. Aus Hacke Peter wird Kacke später. Es läuft gerade ein bisschen unrund, aber immer noch besser als auf der PlayStation. Gerade wenn man den Mac geholt hat, hat es sein schön vor sich hingeruckelt. Oh, ihr... In Ordnung, pass auf,
Frage bitte Skirks, Trüffelbeißer und Hausschmeißer auf. Die beißen einfach alles, auch dich. Ich hab ein Drehbuch, das du gern von... Ach, das ist Hackepeter. Moment. Los, Bauchspeiser. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Die sind halt richtig harte, die Waffen. Die werden halt... Die Feuerräder erinnert sich halt immer. Wird der mal schneller? Der Koch ist tot! Der Koch ist tot! Wow. Ich hab grad voll das Déjà-vu. Ausrüsten. Mal gucken, wie die ist. Trüffelbeißer ist noch da, oder? Oh. Genau, das ist das Problem, wenn man ein bisschen schnell Waffen hat. Wir nehmen einfach die mal. Oh! Oh, gefällt mir. Moment! Oh, das ist immer so schön im Spiel. Man kriegt so viele Sachen. Moment! Hierüber, ihr Hackfressen! Kann man so stehen lassen, den Satz. Auch nicht so schlecht, die Waffe, muss ich sagen. Bodycord und schon wieder. Ganz schön Munition kostet sowas. Hallo, hier ist das Fleisch. Was ist hier das? Doppellauf. Alter. Ballert halt noch schneller die Munition raus. Gut gemacht. Noch ein paar Skags mehr und ich kann damit werfen, dass der Fleischanteil meiner Skagdogs bei 50% liegt. Bring mir die Zutaten und ich bezahle dich. Warum sind die schon so hoch? Erwischt und abserviert. Alter. Leer geschossen. Ja. Warum sind die alle schon so hoch? Ich bin erst Level 7. Ach. Wir steigen mal aus. Und was noch dazu kommt, Freunde der Sonne. Ich bin schon wieder so voll, ey. Weg damit. Wir machen am besten einen kleinen Cut, nachdem wir diese zwei Kisten hier gelootet haben. Liefere die Zutaten ab. So, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen.